eine kleine Anleitung für ein Bodentarget machen. Ein Bodentarget ist ein Gegenstand, auf dem der Hund mit den Vorderbeinen stehen soll. Das kann man ganz toll für ganz viele Tricks benutzen. Ihr habt das gestern in dem Video von Amy vom Bumpeln gesehen. Ich benutze es zum Beispiel auch später für die Begleithundeprüfung oder für die Leistungsabzeichen, für das Vorausschicken. So hat der Hund einen Punkt, den er einfach sicher anläuft. Man kann ganz toll auch einfach viele Tricks auf Entfernung aufbauen. Ich habe jetzt ein Balancekissen genommen, aus dem einfachen Grund, dass ich das bei Liv im Moment dafür nehme, dass wir mal ein bisschen die Muskeln trainieren. Ich zeige euch jetzt einfach die einzelnen kleinen Schritte, wie man es aufbaut. Wir haben das gestern schon einmal geübt, deswegen kann es sein, dass Liv jetzt ganz gut mitmacht und auch relativ schnell wieder weiß, worum es ging. Ist genau wie bei den anderen Übungen. Am Anfang wird jedes Interesse an dem Gegenstand bestätigt, jeder Blick dahin, jedes Annähern, dran schnuppern. Wenn dann mal eine Pfote draufkommt, ist das ganz, ganz toll. Und so arbeiten wir uns einfach nach und nach dahin, dass der Hund mit beiden Pfoten draufsteht. Am Anfang bleibe ich relativ nah dabei, damit einfach das für den Hund natürlich einfacher ist. So, den Gegenstand hinlegen tue ich wieder, auch erst, wenn ich soweit bin, dass es losgehen kann. Einfach aus dem Grund, dass der Hund nicht irgendwelche Aktionen zeigt, die ich sonst belohnen wollen würde und müsste und es in dem Moment nicht kann, weil ich es gar nicht sehe. So. Okay, Action! Super! Bringe ich ein ganz kleines bisschen Bewegung rein. Spitze! Wenn der Hund dann einmal drauf stehen bleibt, kann man auch mehrere Klicks hintereinander da drauf machen. Super! Und ein Leckerli ein bisschen weg. Ich lege das von mir aus gesehen gerade in die Richtung weg, damit der Hund es holt und auf dem Rückweg zu mir vielleicht schon wieder auf das Target draufläuft. Jetzt bewege ich mich ein kleines bisschen. Super! Und lege wieder eins weg. Normalerweise würde ich es beim Weglegen auch schmeißen, mache ich jetzt hier nicht, weil es zu rutschig ist und ich hier keine Unterlage habe. Spitze! Spitze! Super! So, dann kann man ein bisschen anfangen, seine Position zu variieren. Spitze. Jetzt kann es passieren, wenn ihr klickt oder markert und der Hund im Moment darauf nach vorne kommt oder vielleicht zur Seite einen Schritt weg macht. Das finde ich gar nicht so schlimm, weil der wichtigste Punkt hier ist der Punkt, in dem ihr gemarkert oder geklickt habt. Dann kann man das im Zweifel, wenn es jetzt so wäre, und der Hund kommt ein Stück vor, kann man ihn mit dem Leckerli einfach auch wieder zurück bestätigen, sodass er das Leckerli doch wieder drauf kriegt. Super! Spitze! Spitze! Super! Spitze! Okay. Ich denke, man kann jetzt schon ganz gut sehen, worauf es hinausläuft. Wenn der Hund das verstanden hat, baut man irgendwann das Kommando ein und baut dann auch ein bisschen mehr Abstand rein, schickt den Hund aus verschiedenen Richtungen zum Target, sodass es dann natürlich vom Schwierigkeitsgrad einfach ein bisschen erhöht wird.